Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich wieder alles um das Thema Stoffwindeln. Ich bin Christine vom Kanal Lilith's Diary und meine Herzensthemen sind Minimalismus, Nachhaltigkeit, Zero und Less Waste. Und seit 2 Jahren berichte ich hier regelmäßig über das Thema Stoffwindeln. Ich habe schon ein Interview mit einer Expertin geführt. Ich berichte immer wieder von meinen Erfahrungen. Ich mache Q&As mit den Fragen, die ihr mir über Instagram oder YouTube stellt. Und heute ist mal wieder so ein kleines Fazit. Und ich möchte Tipps geben für das Thema Stoffwindeln mit Kleinkind. Das ist wirklich nochmal was anderes und ich habe jetzt schon mit so vielen Muttis und Vatis gesprochen, die in dem Alter aufgegeben haben, weil sie gemeint haben, es ist zu kompliziert und es läuft aus nachts oder tagsüber oder whatever. Und ich hatte jetzt auch ein großes Problem bei uns, das ist auch von einem Tag auf den anderen sind die Windeln nachts immer ausgelaufen und ich habe dafür eine mega coole Lösung gefunden. Die möchte ich heute mit euch teilen und außerdem eure Fragen, die über Instagram und YouTube kamen, beantworten. Ja, als Alma ungefähr 1,5 Jahre alt war, hat sie wirklich viel mehr gepinkelt als sonst. Es ging richtig schlagartig und sonst haben wir nur eine so eine Prefold in ihre Überhose gelegt, halt mit einem Windelvlies oben drauf und dann konnten wir sie alle 3-4 Stunden wickeln. Das hat vollkommen gereicht, aber mit dieser Einlage mussten wir dann fast stündlich wickeln, als plötzlich so viel Urin kam. Aber wir haben das Problem eigentlich schnell gelöst, indem wir einfach so eine Doppelschicht genommen haben. Also wir haben in die gefaltete Prehold noch eine so drumherum gelegt, ein Windelvlies rein, ab in die Hose und dann war der Rhythmus wieder bei 3 bis 4 Stunden. Also tagsüber haben wir das Problem ziemlich schnell und gut in den Griff bekommen. Es war nur so, dass nachts wirklich, da hat sich so ein Schlafanzug an und immer an den Bündchen von den Beinen und hinten auch manchmal am Rücken, war alles nass, jeden Morgen. Und wir waren wirklich verzweifelt. Wir haben total viel Einlagen in die Nachthose reingetan. Wir haben so ein Nachthöschen ihr immer angezogen und da haben wir 2, 3 Einlagen rein. Aber das Ganze war dann so fett, dass die Überhose kaum drüber gepasst hat und halt wirklich an manchen Stellen dann noch so ein bisschen von den Einlagen rausgeguckt hat oder das nicht richtig dicht war. Und da hat sich die ganze Nässe halt dann nach außen gesaugt. Das vielleicht als Tipp für alle, die immer Probleme haben, dass die Stoffwindel ausläuft. Es gibt eigentlich nur 2 Probleme, an denen es liegen könnte. Erstens, die Einlage ist nicht saugfähig genug oder zweitens, man wickelt halt nicht sorgfältig, sodass irgendwo was rausguckt und dann ist es so, wenn das Kind pinkelt und die Prefold das Wasser aufsaugt und da schaut was raus, dann leitet das sozusagen die Prefold, die rausschaut, das Wasser weiter an die Kleidung und dann wird die auch nass. Also immer wirklich gucken, dass bei den Bündchen am Rücken und auch an den Beinen alles schön dicht ist. Auch da immer so ein bisschen gucken, dass man das Bündchen so reindrückt, dass da nichts ausläuft und dann funktioniert es eigentlich super. Ich dachte auch mal kurz, dass das Problem an den Überhosen liegt, also dass die nicht mehr richtig dicht sind, weil ich habe den großen Fehler gemacht und das dürft ihr auf keinen Fall tun. Ihr dürft die nicht zu heiß waschen. Ich habe die bei 90 Grad mal mit reingetan und ihr dürft die auch nicht zu lange und krass in der Sonne liegen lassen im Sommer. Da verlieren die halt ihre Dichte sozusagen. Bei der einen sieht man schon, da löst sich die Folie vom Rest der Windel und ich muss sagen, das ist auch die Hose, die ich am wenigsten mag, weil es nicht clever gemacht ist, dass Etikett hinten, da kommt nämlich auch die Flüssigkeit raus, durch diese Naht. Das haben wir auch nachts schon oft gemerkt. Also die nehmen wir halt tagsüber, aber auf keinen Fall nachts. Ja, wir waren halt jetzt in Portugal zu dem Zeitpunkt, als diese Windeln ausgelaufen sind und wie gesagt, wir haben es eigentlich richtig gewickelt, aber wir hatten halt, wir haben einfach eine größere Überhose gebraucht, wo dieses ganze Paket reinpasst und wir haben saugfähigere Einlagen gebraucht. Das waren ja schon die 2 Probleme, die ich gerade gesagt habe. Und deswegen haben wir noch einmal bei Stoffiwelt nachgerüstet für das Wickeln mit Kleinkind. Ich habe mir nochmal besorgt die Petite Lulu Maxi Nachtwindeln in Größe 3. Ich hatte die nur in Größe 2. Ich wusste gar nicht genau, dass es die auch noch in Größe 3 gibt, die halt noch saugfähiger sind. Dann noch eine Blueberry Capri Überhose in Größe 2. Das ist halt richtig cool, die fallen richtig groß aus. Das ist halt so am Anfang, wenn man mit Stoffwindeln wickelt, blöd, aber zum Schluss halt dann mega gut. Ich sag ja auch, es gibt so viele coole Marken und ich finde auch immer, man sollte sich verschiedene Marken kaufen, weil jede Marke hat zu irgendeinem gewissen Stoffwindelzeitpunkt ihre Berechtigung. Und dann habe ich noch extra saugfähige Hanfeinlagen dazu besorgt. Ja, also mein Plan A war, dass ich halt durch diese größeren Nachtwindeln und die super saugfähigen Hanfeinlage und die größere Überhose das in den Griff bekomme
Und es hat Bombe funktioniert. Seitdem wir die Sachen haben, läuft nachts nichts mehr aus und sie pennt 12 Stunden. Und ich bin richtig, richtig happy, dass sich dieses Problem so einfach lösen lässt. Einfach mit den richtigen Zutaten sozusagen. Plan B wäre gewesen, ich habe mir auch zusätzlich noch so eine Wollhose gekauft. Wenn man die nämlich mit Wollwachs behandelt, da findet ihr auch bei Stoffi Welt eine super Anleitung. Das kann ich euch eh empfehlen. Ich habe unten alle meine Produkte verlinkt, die ich dort gekauft habe, und ich kann euch Stoffi Welt sehr empfehlen, weil die liefern so tolle Anleitungen. Ich hätte überhaupt keine Ahnung gehabt, dass man so eine Wollhose mit Wollwachs bearbeiten kann und dass die dann auch dicht ist. Man könnte also sozusagen nur so ein Nachthöschen anziehen, die Wollhose gewachst drüber und das Ganze wäre dicht. Man muss es natürlich ein bisschen öfters wachsen, aber wie gesagt, bei Stoffi Welt findet man eine super Anleitung dazu. Ich kann die auch unten mal reinsetzen und das wäre der Plan B gewesen. Also wenn diese Überhose das ganze Paket immer noch nicht gehalten hätte, dann hätte ich diese Hose noch gewachst und hätte die halt als Überhose genommen, sodass halt die nochmal wirklich krass alles aufsaugt. So warte ich jetzt mal ab, ziehe die einfach so zum Schlafen an. Die ist total kuschelig und ja, freue mich, dass es natürlich mit dem Plan A geklappt hat. Ja, das war eigentlich wirklich das einzige Problem, das wir so im Kleinkindalter dann hatten. Aber ihr hattet noch ganz viele Fragen und die möchte ich jetzt da für euch beantworten. Ja, eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme: Wie wasche ich meine Stoffwindeln? Ich habe ja schon gesagt, dass ich die in meiner Wetbag hier aufbewahre. Das sind meine kleinen Wetbags für unterwegs. Und da sammle ich die so 3 Tage lang und dann kommen die einfach bei 60 Grad in die Waschmaschine mit Vorwäsche. Die Überhosen gebe ich meistens auch dazu. Und das war's eigentlich schon. Es ist echt super easy. Die Überhosen wasche ich auch manchmal bei 30 oder 40 Grad mit, bei Buntwäsche, ganz normal bei meinen Klamotten. Aber bei den Briefholz würde ich schon empfehlen, dass man sie bei 60 Grad wäscht. Ihr seht, es ist also überhaupt kein Hexenwerk. Und das war es schon zum Thema, wie wasche ich sie. Vielleicht kann ich noch was zum Thema Waschmittel sagen. Wenn man Stoffwindeln verwendet, dann ist einem der Zero Waste oder Less Waste Gedanke schon sehr wichtig. Und dann schaut man halt auch genau, welches Waschmittel man benutzt. Und da versucht man natürlich auch eine umweltfreundliche Alternative zu finden. Ich verwende für meine Stoffwindeln das Vollwaschmittel von Dash. Das wäscht nicht nur die Stoffwindeln einwandfrei, sondern es hat auch viele nachhaltige Aspekte, nämlich die erste kindersichere Cups-Verpackung aus Pappe. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich selber, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wissen, Alternativen für Plastik zu finden. Das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen, nicht nur bei privaten Menschen, sondern auch bei Firmen. Aber Dash ist da wirklich Schritt für Schritt auf dem Weg auf ihrer Vision plastikfrei. Diese Verpackung ist zum Beispiel schon 95,5% plastikfrei und spart im Jahr 26 Tonnen Plastik. Und Dash verzichtet auf Trübungsmittel bei Flüssigwaschmittel, welches das Waschmittel einfach nur geschmeidiger aussehen lässt, aber eigentlich auf den Waschprozess keinerlei Wirkung hat und halt leider aus Mikroplastik besteht. Ja, bei der Vision Plastikfrei-Kampagne lautet der Slogan für mehr Sauberkeit. Und ja, ich finde es halt mega cool, dass eine Firma nicht einfach nur Plastik recyceln möchte, sondern erst gar keins produzieren möchte. Denn da ist eigentlich die Wurzel des Problems und das finde ich halt richtig, richtig, richtig cool. Ja, so einfach kann man auch beim Stoffwindelwaschen Plastik sparen. Und alle Infos zur Kampagne Vision Plastikfrei findet ihr auf der Webseite. Die blende ich hier einmal ein. Aber auch alle Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Wie lange hält unser Windelpaket dicht? Also wie gesagt, wenn ich hier diese doppelte Variante nehme, dann hält es bis zu 3-4 Stunden dicht. Und das ist eigentlich auch so mein Wickelrhythmus, 3-4 Stunden. Muss ich nachts wickeln? Nein, wir machen dieses super Paket und das hält bis zu 12 Stunden jetzt wirklich dicht. Welches Wickelsystem benutzt du? Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier oben mal meine ganze Playlist durchzugucken, weil da gebe ich auf alle oder viele Fragen ganz ausführliche Antworten. Jetzt nur kurz, wir sind immer noch beim 2-in-1, das heißt, man hat eine Überhose. Das ist jetzt diese Capri-Überhose mit solchen Laschen und das finde ich super cool, weil man in die Laschen einfach die Prefolds so reinstecken kann und das ist halt unser System, dass wir nach Lust und Laune und auch nach Bedarf wunderbar bestücken können mit unterschiedlichsten Einlagen. Welche Marken hast du und wie viel von was? Ja, da gibt es auch ein Video in der Playlist, wo ich das ganz genau alles beschreibe.
Es gibt bei Stoffi-Welt auch so Starterpakete, da kann man halt, da ist schon alles zusammengestellt, was auch super ist. Und dann geben die auch Vorlage. Ich habe so 20 bis 30 Pre-Folds und dann noch so 10 bis 15 Einlagen, ungefähr 7 bis 8 Überhosen, nur so ganz grob. Und ich habe es von den unterschiedlichen Marken, weil ich auch irgendwie alle testen wollte. Und wie gesagt, alle haben zu einem gewissen Zeitpunkt eine gute Funktion. Wie gesagt, diese Capri-Hosen, die waren am Anfang halt echt fast viel zu groß. Und jetzt sind sie für die Nacht perfekt. Alles, was ich euch hier im Video vorstelle, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Wie organisierst du das Wickeln? Also zu Hause in Berlin hat mein Papa für die Badewanne so einen Aufsatz gebaut, eine Wickelkommode mit zwei Schubladen und da ist eigentlich alles drin. Da haben wir Klamotten, plus die Prefolds, die Einlagen, die Überhöschen. Ich versuchte schon nach dem Waschen so ein bisschen zu trennen. Hier haben wir eine Badewanne und hier sind die ganz normalen Baumwoll, Prefolds, hier sind die Nachthöschen, hier sind alle Einlagen und da kann ich mich dann immer bedienen. Und das Tolle hier in Portugal, wir haben hier sogar eine kleine Wickelecke und da wird die Alma immer gewickelt. Ich finde es auch ganz cool, dass wir immer so einen festen Ort haben, weil Kinder schon wirklich Routinen lieben. Und wenn sie zum Beispiel Kacke gemacht hat, dann ist es jetzt schon so, dass sie so auf den Po haut und dann zu der Ecke geht und sich ganz von alleine hinlegt, weil sie halt weiß, oder ja, weil sie weiß, dort wird sie gewickelt und sie will auch gewickelt werden. Ich muss ungefähr alle 3 bis 4 Tage waschen. Das ist natürlich jetzt öfters, weil ich halt die Prefolds doppelt nehme. Das vielleicht muss man wissen. Wenn man nicht so oft waschen möchte, würde ich halt noch ein paar Prefolds bestellen. Ansonsten hat sich der Zeitraum natürlich, dadurch, dass man mehr in die Windel reinhaut, ein bisschen verringert. Was ich auch noch bestellt habe, mega gut, eine zweite Wetbag. Denn wenn die eine in der Wäsche ist, dann produzieren wir ja weiter Windeln. Und dann hatten wir echt immer Probleme, wo wir die lagern, vor allem jetzt im Winter. Sonst konnte man die ja immer irgendwie in die Badewanne hängen, draußen auf dem Balkon hängen. Wir haben jetzt hier nichts zum Aufhängen, deswegen so eine zweite Wetbag ist echt Gold wert. Was passiert, wenn man zufüttert oder wenn das Kind wie die Alma jetzt ganz normal isst? Das habe ich auch schon in dem Video da oben ausführlich beschrieben. Ganz kurz, dafür gibt es den Windelvlies. Da macht das Baby sein Geschäft drauf und wenn alles gut läuft, kann man das nehmen, ins Klo schütten. Wenn es nicht wirklich dreckig ist, dann wasche ich die mit. Also beim Urin wasche ich die immer mit. Ich werfe sie nicht in die Toilette. Ich werfe sie in den Müll, wenn sie zu dreckig sind. Aber es steht oft auf dem Windelvlies drauf, dass man ihn in die Toilette werfen kann. Doch ganz viele Leserinnen auch, Leserinnen, die schon Kontakte zu Menschen haben, die in Kläranlagen arbeiten, haben mich halt darauf hingewiesen, dass das in der Kläranlage wirklich ein Problem ist. Und seitdem werfe ich die eigentlich nicht mehr in die Toilette, sondern den Urin sammle ich, spart man auch wieder Geld und ist auch gut für die Umwelt, weil man kann den bis zu 10-mal wiederverwenden. Aber wenn er zu schmutzig ist, dann schmeiße ich ihn halt weg. Zum Thema Abdrücke, da hatten einige wohl Probleme mit. Ich muss dazu sagen, Alma ist ein sehr schlankes Kind, also vielleicht habe ich da auch andere Erfahrungen. Wichtig ist, man kann ja verschiedene Knöpfe zu- oder aufmachen bei den Überhosen und halt gucken, dass es da schön locker sitzt. Vor allem die Längsknöpfe, die kann man schon sehr früh alle eigentlich aufmachen und nicht zu enge Kleider anziehen. Das ist mir auch mal passiert, dass ich was zu Enges anhatte und dann drückt es natürlich oder schneidet es ein bisschen ein. Alma trägt eigentlich immer nur Strumpfhosen oder so Pumphosen oder so Mitwachshosen, die sehr weit geschnitten sind. Ich würde jetzt auch keine Jeans anziehen zum Beispiel, weil die halt nochmal richtig krass drückt. Ich habe auch die Frage bekommen, ob ich der große Po nicht stört und nee, ich finde es mega praktisch, vor allem beim Laufen lernen. Wenn sie hinfallen, sind die gut gepolstert, es gibt viel weniger Geschrei. Also ich liebe diesen großen Po. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, Alma war auch so ein kleiner Frühentwickler, was die so motorische Fähigkeiten betrifft. Also sie ist voll früh gekrabbelt und gelaufen und der Po hat sie dabei überhaupt nicht behindert, wie man sehen kann. Es gab auch eine Frage zum Thema Snappies, ob ich die noch benutze. Die benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Das hat mit einem Jahr irgendwann aufgehört. Jetzt kriege ich das gar nicht mehr so gut rum. Jetzt arbeite ich wirklich mit Windelhöschen und mit Einlagen. Ja, viele haben auch das Problem geschildert, dass sie halt irgendwie tagsüber Wegwerfwindeln nehmen wegen der Kita und nachts dann halt noch die Stoffwindeln und die Kinder dann davon einen wunden Po bekommen. Das ist halt das Problem, wenn man die ganze Zeit hin und her wechselt. Ihr müsst euch das so vorstellen, eine Wegwerfwindel, die hat krasse Absorber. Die zieht die Flüssigkeit an sich, aber halt nicht nur den Urin, sondern halt auch die Flüssigkeit aus der Haut. Das heißt, es kann die Haut auch trocken machen. Und na klar, eine Stoffwindel ist nass. Und wenn dann auf diese schon vorgetrocknete Haut immer die Nässe nachts draufkommen, dann kann das natürlich zu einem wunden Po führen.
Jetzt ist natürlich die Frage, kommt es durch die Superabsorber der Wegwerfwindel, glaube ich eher, oder durch die Nässe? Also es ist nicht gut, immer hin und her zu wechseln, leider. Was ich dazu noch sagen muss, ich gebe auch nachts immer einen Windelvlies zwischen die Einlagen, weil natürlich gibt es auch bei den Stoffwindeln Einlagen, die total gut saugen und auch die sind nicht so angenehm auf der Haut. Deswegen immer den Windelvlies dazwischen, so als Neutralisator sozusagen. Ein allgemeines Wickelproblem mit der Frage, mein Kind möchte sich nicht mehr auf den Rücken legen. Alma hatte auch die Phase, da wollte die sich nicht wickeln lassen. Das war wirklich so, als hätte ich ein wildes Krokodil vor mir. Ich habe dann so ein paar Tricks angewandt, also zum Beispiel so immer Fragen gestellt, wo ist der Bauchnabel, und versucht sie abzulenken. In wirklich einer ganz schwierigen Phase habe ich ihr sogar kurz das Handy gegeben fürs Wickeln, weil ich konnte nicht mehr, war fix und fertig. So ein Wickelgang hat manchmal 20 Minuten gedauert. Aber die Phase ging auch wieder easy peasy vorbei und meistens war es nur nachts kurz vorm Schlafen, wo sie dann immer so total außer Rand und Band war. Ich würde es halt erstmal mit einer leichten Ablenkung versuchen, wirklich so, wo ist der Bauchnabel, wo ist der Himmel, wo ist der Teddy, und dann halt schnell und zügig das Baby wickeln, das Kleinkind. Ich habe auch ganz viele Fragen zum Thema Abhalten bekommen. Wir haben hier ein Töpfchen. Kurz bevor wir nach Portugal gegangen sind, hat es wirklich auch früh mit dem Aufstehen und Pipi im Töpfchen machen ziemlich gut geklappt. Hier ist es gerade ein bisschen schwierig, weil es ist super arschkalt. Wenn ich die einmal aufs Töpfchen setze länger, dann sind ihre Füße halt auf diesem super arschkalten Boden. Socken ziehen sich die ganze Zeit aus. Deswegen also unser Abhalten ist gerade so ein bisschen auf Eis gelegt, leider. Ich habe auch die Frage bekommen, wie das ist, wenn das Kind halt Durchfall hat und ständig alles eingesaut ist. Wir hatten noch keinen Durchfall, deswegen ist das ganz gut. Was ihr machen könnt, wenn die Prefold voller Kot ist, dann das natürlich vielleicht ein bisschen Klopapier erstmal säubern. Und dann, wenn ihr einen Duschhahn habt, der bis zur Toilette geht, einfach die Prefold so auf dem Rand der Toilette nehmen, Duschhahn, das ausspülen, ausbringen und ausringen. Und fertig ist die Geschichte. Weil also natürlich so mit dem ganzen Kot würde ich die Sachen nicht in die Waschmaschine geben, aber man muss es halt vorher ein bisschen sauber machen mit Klopapier und einmal ausspülen. Man kann auch einfach in der Badewanne das ausspülen, das ist alles kein Problem. Auf Reisen muss ich sagen, auch jetzt hier in Portugal nehme ich meine Stoffwindel auch immer mit, wenn es aber so ist, dass ich mal über eine Woche nirgends waschen kann, dann haben wir so biologisch abbaubare Wegwerfeinlagen. Die sind auch wirklich, wirklich super und dafür eignen sich auch wirklich gut diese Capri-Überhosen, weil die halt diese Laschen haben und da kann man die Wegwerfeinlagen auch super gut reinlegen und die verrutschen nicht so doll. Ja, dann, das hatte ich schon gesagt, da gab es auch Fragen dazu. Ich würde den Windelvlies nicht in die Toilette schmeißen. Und ich hatte auch noch die Frage, ob die Stoffwindel das Baby nicht beim Krabbeln behindert. No, no, no. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr da helfen. Viele haben auch noch Tipps gesucht für richtig gute Abhalthosen oder so Trainerhöschen. Da wir das noch nicht machen, habe ich da noch keine Erfahrung. Und gibt es eine vegane Lösung zu dieser Wollhose? Das würde mich auch interessieren. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch viel Input geben, euch Mut machen, da dran zu bleiben und auch ein bisschen die Sicht auf die Dinge geben, dass es eigentlich gar keine Probleme gibt, sondern dass man eigentlich für jedes Problem eine Lösung findet, wenn man sich halt auch austauscht und Bescheid weiß. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt wieder viele Tipps bekommen und auch Motivation, da dran zu bleiben. Auch wenn es mal so eine Phase gibt, wo man so ein Problem hat. Wenn man sich ein bisschen informiert und vielleicht noch ein, zwei Teile dazu besorgt, dann ist meistens dieses Problem auch gelöst. Und ich bin der Meinung, eine Stoffwindel ist immer 100-mal besser als eine Wegwerfwindel. Und das ist eigentlich auch so eine Mission, die ich so ein bisschen nach draußen tragen möchte. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne da unten. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonniert, diesem Video einen Daumen hoch gebt, um mich zu unterstützen und einen Kommentar hinterlasst. Danke. Ciao.